Tankkaktee. Der Kaktee mit der wohl längsten Stute, wie man es hier sieht. Und auch der gleichzeitig präziseste Kaktus. In dem heutigen Video spielen wir ein paar Schlachten, Gärten und Friedhöfe mit dem Tankkaktus. Viel Spaß beim Anschauen. Rahai Quarza. Ohoho und Bane. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Garden Warfare 1 Video. Ich bin Rahai Quarza. Und heute spielen wir, wie schon gesagt, mit der Tankkaktee und holen direkt unseren ersten Headshot-Kill. Tschack, tschack, bam, direkt den zweiten. Läuft schon mal gar nicht so schlecht. Okay, also der Kaktus mit der längsten Schnute, er würde definitiv den langen... den Wettbewerb fürs längste Kaliber einer Waffe bekommen. Da wette ich all mein Geld drauf. Als ob. Das war nur eine Vorlage. Keine Ahnung warum, aber ist halt so. Hat anscheinend den jemand anders vorher schon gekillt. Bevor wir es überhaupt konnten. Da stehen 100 Leute und ich kriege es immer noch hin, daneben zu schießen. Okay, das war jetzt lächerlich. Ja, ein Herz hat er. Ist klar, ne? Tschüss. Boom, Headshot. Oh, den haben wir auch noch. Ihr müsst immer so ein bisschen drauf achten, dass ihr versucht, in so Kopfhöhe zu bleiben mit den Schüssen. Niemals irgendwie tiefer zielen, weil da macht es ja noch die Hälfte des Schadens und das bringt dann logischerweise längst nicht mehr so viel wie davor. Deswegen einfach darauf achten, immer auf Kopfhöhe zielen. Entweder trefft ihr dann oder ihr trefft nicht. Aber diese 33er Schüsse, die bringen euch halt gar nichts. Und dann könnt ihr auch direkt nur auf den Kopf versuchen zu zielen. Ah, Mist. Okay, da war klar, ich muss mich jetzt konzentrieren. Also... gegen Wissenschaftler im Nahkampf hat man natürlich keine Chance, außer man hat den übelsten Lackfall. Das hatte ich auch tatsächlich schon mal. Dass man dann einfach auch hier mit diesem sehr breiten, ja, Netz noch trifft. Weil das ist wirklich eine Ausnahme und den holen wir uns mittels des Stachelkrauts. Danke, Schnapper. Wer auch immer den für mich hingelegt hat. Okay. Hier könnte eine ganz gute Position sein, weil wir ja auch getarnt sind als Tankkaktee. Ah, Mist. Wo ist er? Down. Im Grab ist er. Oh, oh. Oh, nee. Oh, sehr gut. Da hat sich mal unser Skill ausgezahlt. Und fragt jetzt bitte, bitte, bitte nicht nach, warum... Ha. Warum hier keine Musik kommt, fragt nicht nach. Ich habe keinen Plan. Es ist alles genauso eingestellt wie sonst auch immer. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich kann ja auch gerade mal hier einen Soundcheck machen. Audio. Keine Ahnung, Musiklautstärke. Ah, jetzt, jetzt höre ich es. Hat nichts damit zu tun. Das war wohl irgendwie verbuggt, der Spawn. Kein Plan. Ja, ich. Ja, genau. Ist klar, ne? Ja, ja. Ist klar. Ich gebe dem ja nur zwei Schüsse in seinen Kopf rein. Und er stirbt einfach nicht, ist klar. Ja. Schade. Das wäre es gewesen. Hauptsache erstmal den, der 500 Kilometer entfernt steht, umbringen. Bevor man jemanden umbringt, der viel näher ist. Und Headshot. Sehr gut. Leute, die stillstehen, die habt ihr sowieso dann schon zu 99% sicher als Kill und perfekt gemacht. Da brauchte man nämlich jetzt wieder das Durchschauen der gegnerischen Spielzüge. Oh, das war auch sehr gut. Wenn ihr das Video sehen wollt, klickt einfach hier oben in die Infokarte rein. Dann... werdet ihr dahin weiter verbunden? Mal gucken.
Er hat nicht draus gelernt. Wir sind halt die bessere Tarnvariante, ne? Oh oh. Oh oh. Oh. Schön. Ha, übelst geschieden. WTF. Ah, schade. Das wär's noch gewesen. Jetzt hat er uns endlich mal, der Nala. Das war aber wirklich knapp mit dem Schweißer. Fast hätten wir den sogar auch noch bekommen. Okay, weiter gucken. Jetzt haben wir hier immerhin den High Ground. Das kann ja auch nicht so schlecht sein. Oh oh. Okay, nicht den High Ground haben ist anscheinend nicht gut. Na doch, ich hätte auch oben stehen bleiben können. Worauf muss man denn bei dem Kaktus generell achten? Ja, natürlich. Man muss sehr gut zielen können. Oh! Sehr, sehr wichtig! Ein sehr, sehr wichtiger Kill. Dem versperren wir jetzt einfach mal den Weg. Ah, schade. Aber der war sehr wichtig, der Kill. Nein! Knapp! Nein, wer war das? Er hat alles weggesprengt. Ich rede gleich weiter, worauf man achten muss. Oh, wir sind so down. Ja, keine Chance. Naja, dann sei es so. Natürlich haben wir keine Auszeichnung, ist ja aber auch klar, wir sind viel später reingekommen. Also, worauf muss man achten? Natürlich, man muss die Bewegungen der Gegner am besten schon vorher ahnen können, damit man dann auch weiß, wo man hinschießen muss. Deswegen habe ich auch gesagt, habe ich euch auf das Video verwiesen. Was muss man denn jetzt noch beachten? Ihr könnt, wenn es zu einem, ja, Kampf auf 3-4 Metern kommen, also kein direkter Nahkampf, dann könnt ihr einfach eine Walnuss zwischen euch und den Gegner stellen und somit seid ihr dann beschützt vor den meisten gegnerischen Fähigkeiten, wie dem Ultra-Tackling, wie dem Wischkick oder der Lärmgranate, denn die wird tatsächlich auch abgeblockt durch eine Walnuss-Barriere. Okay, dann, wenn ihr irgendwie in einem Gebiet kämpft, was verwinkelt ist. Wie ja zum Beispiel gerade eben bei dem Haus, wo der Wissenschaftler mich noch im Nahkampf besiegt hat. Dann könnt ihr einfach Kartoffelminen legen. Besonders um Ecken ist das sehr, sehr sinnvoll. Oder wenn Wissenschaftler auf euch zuwarten, den Hinweis gibt es auch, glaube ich, hier tatsächlich bei dem Spiel selber. Irgendwie, du kannst denen den Tag verderben mit einer Kartoffelmine, einem zuwarpenden Wissenschaftler oder so. Auf jeden Fall auch sehr sinnvoll, denn meistens wissen die Gegner vorher nicht, dass um der Ecke, können die ja gar nicht sehen, eine Kartoffelmine liegt. Entweder brauchen die an, um erstmal die zu besiegen und ihr könnt währenddessen den schon absnipen, oder er stirbt an der Kartoffelmine. Ja, und die Drohne, die lasse ich gleich auch definitiv noch steigen. Ja, die könnt ihr, das ist ein Allrounder, den könnt ihr immer aktivieren. Da haben wir Glück gehabt. Danke, Kakti. Okidoki. Ich würde sagen, meine Lieblingsposition ist hier oben. Bei der Kaktusschlucht definitiv hier oben. Da habe ich immer gute Erfahrungen eigentlich mitgemacht und mit so schiefstehenden Walnüssen jetzt auch. Nee, keine Ahnung, warum die jetzt da wirklich so steht. Kann ich euch nicht sagen. Und das war so unnötig. Ja, da hinten sehe ich doch schon den ersten. Naja, er ist zu schnell. Okay. Immer aufmerksam sein. Sowohl für zufliegende ZPGs. Ah, shit. Und der hat schon jemanden, ist klar, ne? Wie lost war derjenige denn? Oh, oh, gut. Schön ausgewichen. Du kleiner Seelenloser! Erbärmlich, Alter. Komm her. So. Ja, natürlich. Ist klar. Kleine Sau. Ich bin hier der Zombie.
Na, Mist, komm. Ja, nee. Ja, ist klar. Nein! Ich hätte. Okay, er ist lost gewesen. Aber ich hätte ihm auch den ersten als Headshot geben müssen. Gerade bei Wissenschaftlern ist das so wichtig. Oh, schön. Schön den eliminiert. Den haben wir wenigstens auch noch ja, wir haben kassiert und gleichzeitig ausgeteilt. Okay, gut, wir haben eine Sonnenblume auf uns, bei uns in der Nähe. Jetzt aufpassen, hier fliegen ja überall ZPGs her. So, auf ZPGs, da müsst ihr wirklich achten. Deswegen ist es auch gut, wenn man mit einer hohen Auflösung spielen kann, denn dann sieht man ja einen größeren Bereich des Bildschirms. Oder Schack und tot. Keine Chance für den. Die Schüsse fliegen. Oh, pass auf. Oh, das war knapp. Die Schüsse fliegen so schnell, da können die in der Regel nicht mehr ausweichen. Ah, nein! Das ist so knapp! Nein! Was mache ich? Er kommt jetzt anscheinend nicht mehr. Irgendwann wird er schon wieder herlooken, aber nicht jetzt. Und das, oh, das ist tödlich. Ja, okay, wir sind tot. Keine Chance. Ja, er hatte Glück, weil die Gifterbse noch geholfen hat. Aber ich hatte Pech. Generell empfehle ich es euch auch nicht, auf jetzt sehr schnell fahrende Gegner wie Ingenieure, wenn die auf ihrem Presslufthammer sind, zu schießen. Denn das endet meistens nicht gut und den holen wir da mal schnell von dem Berg runter. Der hätte noch mit Helm nicht noch sehr triggern können. Und wenn da momentan keiner ist, ja, in so Situationen lohnt es sich dann wirklich, die Drohne steigen zu lassen. Besser als wenn ihr nichts macht. Okay, und da eine sehr strategische Position, um einen Kornschlag rein zu platzieren und wenn ihr die Kunst des Drohnenfliegens drauf habt, dann könnt ihr sogar noch Gegner dabei plätten. Oder halt einfach nur, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ja, ich habe ja jemanden besiegt, aber auch noch den Teleporter stark beschädigt. Wenn nicht sogar zerstört. Das weiß ich jetzt nicht. Tschüss. Die sind auch einfach, weil die ja sich noch ducken. Dann könnt ihr einfach. Ihr müsst aber drauf achten. Bitte drauf achten. Die neigen sich ja erstmal hin. Nein! Ja. Jetzt fühlt er sich angegriffen hier, der kleine Erbärmliche. Mal sehen, ich sag dir, dass wir hier die bessere Tarnvariante sind. Mal sehen, wer am Ende gewonnen hat. Mit den Kills. Also ihr müsst darauf aufpassen, dass er noch tiefer schießt, weil die beugen sich ja erstmal nach vorne. Tschüss. Ah, ja, das Leiten von ihm seinen Schuss, das war nicht gut. Naja, weiter geht's. Werden wir direkt verteidigen? Das hier ist auf jeden Fall die letzte Schlacht, denn selbst wenn wir jetzt verteidigen, dann könnte die nächste Schlacht einfach mal 15 Minuten, im schlimmsten Fall 25, aber das ist sehr unwahrscheinlich. 15 Minuten gehen einfach mal. Ja, und dann ist der Part in der Überlänge. Deswegen ist das hier auf jeden Fall die letzte Schlacht. Deswegen werden wir gewinnen oder verlieren. Oh, hab ich dich jetzt besiegt? Oh, das tut mir aber gar nicht leid. Ja, überall sind sie. Wirklich überall. Die tarnen sich heftiger, als wir uns tarnen. Also auch wenn der Tarnkaktee heißt, heißt das nicht, dass ihr immer nur in Umgebungen mit Gras oder so gehen müsst. Das nennt man Rache. Das bringt euch nämlich nicht besonders weiter. Einfach immer auf Positionen stellen, wo ihr von denkt, die sind hilfreich. Und dann geht das auch. Ihr braucht nicht irgendwie auf den Hintergrund zu achten.
Jetzt nur mal gucken. Noch 44 Sekunden. Das können wir also definitiv schaffen zu verteidigen. Nein, ich wollte ihm ins Bein schießen. Mist, den. Nee, der läuft da so komisch, den kriege ich nicht. Höchstens mit der Drohne. Aber selbst da kann ich keine Garantie für geben. Master Skill. Hier, da haben wir ihn wieder. El Nixli. Da war ja wohl mal nix, El Nixli. Und du auch, du Elektriker. Ihr müsst da wirklich drauf achten, dass ihr immer die Gegner im Auge behaltet. Und dann performt ihr auch sehr, sehr gut. Mal gucken, überall in jedem Winkel kann ja ein Gegner sein. Ha, und da haben wir verteidigt. Sehr gut. Perfektes Garten. Gärten und Friedhöfe. Sehr gut, Leute. Dann haben wir hier auch uns die Auszeichnung geholt mit den meisten Kills. Ja, das lässt sich doch alles hier sehen, oder? Dafür lasst ihr ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert auch gerne den Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei einer spannenden Episode von Plants vs. Zombies Garden Warfare 1. Ciao, Leute. Thank you.